heiße Joanna Bogacki, ich bin Praxisanleiterin im Diakoniezentrum. Wir befinden uns gerade in Lebensräumen im Quartier. Das sind Wohngemeinschaften für Menschen mit Demenz. Also seit letztem Jahr bieten wir hier Ausbildung für Pflegefachfrau und Pflegefachmann. Also die Noten, guten Noten sind nicht nur Voraussetzung. Normalerweise Auszubildende müssen die Interesse an diesen Beruf mitbringen. Auch soziale Kompetenzen wie Kommunikation mit Mitmenschen. Auf der Webseite, was Diakonisches Werk hat, sind wir noch auf dem Facebook und auch auf Instagram. Digitalisierung hat tatsächlich bei uns große Bedeutung. Wir haben digitale Dokumentation, wir haben MDA, das kann man sich so vorstellen wie ein Handy, führen auch die Dokumentation durch Handy. Und generell zum Beispiel Fortbildungen oder Weiterbildungen und Besprechungen machen wir auch jetzt seit letztem Jahr auch per Online, zum Beispiel per Zoom. Ich heiße Maria Menegaldo, bin 34 Jahre alt, mache hier im Diakonischen Werk meine Ausbildung zum Pflegefachmann und Pflegefachfrau. Die Ausbildung beim Diakonischen Werk hat mich interessiert, weil hier die Vielseitigkeit gegeben ist, Abwechslung zwischen stationär und ambulant. Auch der ambulante Dienst hat hier mehrere Facetten, die durch Schüler ausgiebig erkundet werden können. Auf die Ausbildung aufmerksam geworden bin ich im Vorstellungsgespräch mit der Diakonie. Ich war vorher hier als Hilfskraft tätig und dann wurde mir die generalistische Ausbildung angeboten, die ich dann im letzten Jahr begonnen habe. Der erste Tag bei der Diakonie ist ein Schülerfrühstück. Da sitzen wir in gemeinsamer Runde an einem großen Tisch. Wir frühstücken gemeinsam, haben Zeit für Unterhaltung. Strukturen werden uns präsentiert. Wir haben ausreichend Zeit, Praxisanleiter und Vorgesetzte kennenzulernen. Des Weiteren kriegen wir eine Schultüte mit einer kleinen Ausstattung für den ersten Schultag und den ersten Einsatz mit ein bisschen Nervennahrung für das Lächeln. Morgens treffen wir uns um 7 gemeinsam mit der Nachtwache zu einer Übergabe. Dann, wenn keine Besonderheiten waren, stellen wir Medikamente, bereiten das Tablett und den Pflegewagen vor und suchen die Mieter in ihren Zimmern auf, fragen nach dem Allgemeinbefinden und beginnen mit der Medikamentengabe. Die Ausbildung verläuft in Blöcken. Wir haben Schulblöcke und praktische Blöcke, findet immer im Wechsel statt. Die werden gezielt von der Schule geplant und in einem Plan den Schülern ausgehändigt, dass jeder einen Leitfaden hat, wann er wo im Einsatz ist. Wir freuen uns auf eure Bewerbung. Wenn ihr Lust habt, abwechslungsreich und interessante neue Bereiche kennenzulernen, bewirbt euch bei uns. Wir freuen uns auf euch.